Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Rome 2 Total War mit dem Königreich Epirus und mir Blackfish Tully. Und ja, im letzten Part habe ich viel geredet, gebe ich zu. Gleichzeitig haben wir Dimmi die erobert, was jetzt kein wirklich großer Erfolg war, aber es musste halt auch eben sein. Wir gönnen uns mal eben ein paar Söldnerelefanten für die Armee. Und dann habe ich gerade eindeutig zu viel Geld auf Tasche. Möchte hier halt eben nichts tun, was die öffentliche Ordnung senkt. Darum baue ich erstmal das. Sparta, hier ist alles gut. Hier kann ich leider noch nichts bauen. Ne, das kann ich mir öffentliche ordnungstechnisch nicht leisten. Warum habe ich hier eigentlich die ganzen Athene-Schreine gebaut? Na gut. Ich finde, wir könnten hier in Magna Graecia noch irgendwas bauen. Das hält die öffentliche Ordnung hier ja aus. Und das hält ja auch aus. Na gut. Ptolemais, ich weiß es nicht. Kriegt nochmal das Orakel, damit die Römer echt glücklich sind, dass die wirklich aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Und weiter geht's. Ich sehe karthagische Armeen. Sehr schön. Jetzt, wo ich nach Westen ziehe, ziehen sie wieder nach Osten. Ich bin begeistert, aber naja, ich hab da schon so meine Gedanken, wie ich da mich noch aus der Affäre ziehen kann. Und ja, während wir hier jetzt den Bildschirm sehen, sehen wir, dass uns die Libyer angreifen. Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht selbst schlage. Aber ich vernichte meiner Meinung nach jetzt die Fraktion Libyen. Yay! Wow, gerade so. Also von der Flotte gerade so. Ich wette, die Garnisonsarmee ist kaum angekratzt. Neu-Karthago, ihr Säcke. Erklärt mir doch den Krieg. Bitte. Jetzt bin ich bereit für euch. Dann muss ich das nicht machen. Es kommt immer so schön, wenn man dann hinterher sagen kann, ja. Wir haben uns hier nur verteidigt. Wir haben keine großen Ansprüche. Die Veneter wollen wir nur eine geringe. Nee. Da zieht es mich gerade in den Krieg rein, wahrscheinlich, den ich nicht haben will. Wir haben das Gymnasium erfunden. Entschuldigung. Wir haben die Gymnasien erforscht. Karpos kriegt ein iberisches Luder. Ah, das muss ich einfach mitnehmen, sorry. Ist ja zu geil von den Effekten und dem Namen. Ramsporn. Ja. Wat mut dat mut, ne? Jetzt kann ich hier. Die Frage ist. Ja, wir bauen ja einen Kampfposten. Und wir bauen das hellenistische Dorf mit dem Wein aus. Das bringt ziemlich auch öffentliche Ordnung. Hier durch die Wüste zu ziehen ist komplett sinnlos. Ich meine, die Siedlung Migdol werden wir uns auch noch bei Zeiten holen. Aber wir werden hier verfolgt. Oder, also, verfolgt. Darum sehen wir jetzt erstmal eine kleine Feldschlacht. Und locken doch mal die Boten der 104 in einen Hinterhalt. Ah, sehr schön. Na gut, viel mehr als bisschen Post besorgen können die paar Jungs auch nicht mehr machen. Also, es ist ja eine Geldtastensalve und da ist die halbe Armee tot. Ich mag Hinterhaltgefechte nicht so
Oh, nö, Jungs. Habt ihr euch in den Wald gestellt, ne? Jetzt ganz fies wäre, würde ich mich hier irgendwie so mit meinen Piepen einbauen. Das mache ich einfach. Also, nicht so krass, aber... Ja, genau, zerschieß mir die Formation. Ich mache ja die Gruppenformation auch, damit du da irgendwas anderes mitmachen kannst. Es liegt daran, dass ich denen dann noch befohlen habe, in die Piken zu gehen. Aber nur weil ich weiß, woran es liegt, heißt es nicht, dass ich mich nicht drüber aufregen darf. Finde ich zumindest. Oh, ich bin echt nicht der Mikrogott manchmal. Und ich weiß nicht, ob es am Auflegen liegt. Auflegen. Am Auflegen, genau. Ich bin der DJ, ich lege halt gern mal auf. Nee, ob es am Aufnehmen liegt oder nicht, aber es passiert mir wirklich. Das klingt jetzt wie so eine faule Ausrede. Ja, sonst passiert mir das nicht, aber es passiert mir wirklich meistens, wenn ich gerade selbst aufnehme. Genau. Warum meint er eigentlich meine Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Steuerung mache ich nur zum Spaß. Also, man muss sich ja ehrlich fragen, was gibt ihm diese Illusion? So, hier gehen wir in Speerphalanx und die chargen jetzt alle hier drauf. Die Hopliten dürften das nämlich abkönnen. Und dann kann ich hier einfach reinmarschieren. Stopp, ihr seid Herbern Piken, ne? Ja, seid ihr. Was seid ihr denn? Ach so, das ist die Garnison von... Boah, jetzt habe ich gerade echt einen Moment gedacht, hä, wo kommt diese Armee her? Also es ist natürlich die Garnison von... Timidi. Ja gut, die Schlacht holen wir uns natürlich. Und jetzt setzen wir hier noch den Backside Charge, dann dürfte die Moral brechen. Wo sind denn hier meine Steinschleuderer? Die lassen es erstmal sein. Ja, hier wankt es jetzt alles. Und kurz fortfahren. Ja, einen Hinterhalt geschlagen. Eine karthagische Armee aufgerieben. Das ist schön. Übrigens gerade ein weiteres Beispiel dafür, wie nutzlos Elefanten geworden sind. Die Hopliten haben 25 Mann verloren, wobei ich glaube, ein paar waren auch noch durch Beschuss. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Also, ja gut, im Multiplayer, im Singleplayer ist ja immer noch ein bisschen was anderes, aber stell dich jetzt mal vor, ihr spielt das Ganze im Multiplayer und ihr nehmt eine Elefanteneinheit, die euch 1600 kostet, wo er General drin steht. Also gut, das machen nicht viele. Es gibt Leute, die machen das. Hat auch seine Vorteile, weil die Elefanten dann eben den Moralbonus kriegen. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr macht das 1600 und euer General drin und der holt 35 Kills. Das ist im Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also außer er tötet 35 Streitwägen Elefanten oder so und selbst dann... Ja gut, also dann, klar, aber das passiert eben nicht, weil niemand 35 von der Sorte aufstellt. Aber jetzt selbst sagen wir, das sind 35 hellenische Kataphrakte, ptolemäische Kataristen. Da kommt man nicht auf sein Geld. Auch wenn sie natürlich Angst verursachen, das ist... Also wenn dadurch Einheiten fliehen, dann kann mir ja egal sein, wenn ich schon 35 davon töte. Das ist der Grund, warum bei meinem soeben Setup, das ich auch schon mal gezeigt habe...
manchmal die Berserker fast mit kaum Kills reingehen. Ich glaube, ich biete mal den Garamanten an. Hey, Garamanten. Ihr sollt die Freuden meines Hauses genießen können. Doch widmen wir uns erst der notwendigen Last der Diplomatie. Nee. Wir fordern natürlich. Gebt ihm wenigstens 100 dafür, also so pro forma. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es in Njol aussieht. Ihr Hungernamen, die Siedlung wird belagert. Na gut, Capus wird erstmal ein großer Anführer. Und wir rücken an der Küste Mauretaniens vor. Mauretanien auch ein interessantes Stück Land, also für den Historiker wirklich eine Goldgrube. Einfach allein dadurch, was damit allein durch die ganzen Religionsgruppen, die es hier gab. Zur antiken Geschichte muss man halt eben sagen, dass sich dieses Numidien oder das numidische Königreich, das man ja bei Rom 1 spielen konnte, dass sich das ja erst durch die punischen Kriege gründet, weil die Römer eben die Karthager zwingen, diese Gebiete aufzugeben. Und aus Numidien kommt eben jener Jugurtha würde ich ihn erstmal aussprechen. Den Namen habe ich mich früher sehr gefreut. Als ich noch etwas jünger war. Denn, gut, es ist schon witzig. Aber was er eigentlich getan hat, ist jetzt, ist nicht so witzig, weil ziemlich viele Leute bei umgekommen sind. Aber der war halt eben auch Söldnerführer für die Römer, wie übrigens auch die Leute, die eben Numidien gegründet haben. Also das war quasi eine Art Geschenk der Römer an ihre numidischen Hilfstruppen und Söldner. Ich meine im Zweiten Punischen Krieg, aber könnte ich mich jetzt auch täuschen, so genau weiß ich das nicht. Aber interessant wird es halt eben später, weil sich gerade auch hier in der Wüste eben die Berber ausbreiten. Und das wissen viele Leute nicht, die Berber sind ursprünglich Christen gewesen. Und zwar sogar sehr, ich möchte jetzt nicht sagen irgendwie eifrig, aber doch relativ stark christlich. Aber sie werden eben im Zuge der Ausbreitung des Islams, also der arabischen Invasion Iberiens, also der Mauren, werden sie halt eben auch erobert und tatsächlich islamisiert. Und eigentlich schon fast mit dem gleichen Eifer, kann man sagen, mit dem sie eben vorher für ihre alte Religion gekämpft haben, kämpfen sie eben dann später für den Islam und für die islamischen Staaten. Und die Berberstaaten haben sich nie wirklich, auch sehr interessant, bis in die Neuzeit rein, nie wirklich kolonial befrieden lassen. Also es war sehr schwer für die Franzosen, auch bevor sich die nationale Befreiungsfront gebildet hat, war sehr schwer für die überhaupt Fuß zu fassen. Also eine sehr interessante Region historisch, und ich labere schon wieder ganz viel, darum beende ich hier einfach nochmal die Runde. Guck mal, machst du einmal deinen Job schon, lohnt sich dit für dich. Den bauen wir hier einfach nochmal aus. Ah, witzig, das sind Bonusgebäude. Und das bauen wir auch nochmal aus, das bringt ordentlich Kohle. Ich habe ja so viel Nahrung. Und so viel öffentliche Ordnung, das können wir uns auch nochmal leisten. Ja. Ah, okay, die hätte ich vergessen. Ups. Das ist natürlich doof. Ja, die karthagischen Heeresmanöver, Seebewegungen, Armeebewegungen, sind
für mich nicht immer ganz nachvollziehbar, muss ich ja doch sagen. Allerdings finde ich sehr witzig, dass sie selbst, glaube ich, nicht gemerkt haben, dass ihnen in Afrika nichts mehr gehört, sie aber auch in Afrika nichts belagern wollen. Also die marschieren da momentan relativ plan und ziellos hin und her. Ich glaube, die wissen nicht genau. Mein Herr ist gewillt. Nein, Jungs, das hat schon einmal geklappt. Ich habe gerne euer Geld genommen damals, aber jetzt hätte ich auch gerne ein bisschen was von eurem Land. Ja. Und damit hat es den guten Davos erlegt. Sehr schade. Auf der anderen Seite, den hatten sie doch meiner Meinung nach adoptiert. Fässern. Hier muss ich schnell was tun. Kann ich hier keinen Schrein des Zeus bauen? Des Zeus. Na gut, dann. Baue ich Hermes. Kann ich euch behilflich sein? Wo wir gerade eh schon bei Botendiensten waren. Ich wusste gar nicht, dass Baal Brüder hat. Hier kann ich Zeus bauen. Euer Wille ist vollbracht. Niemand vermag mich aufzuhalten. Und hier baue ich Zeus. Na, okay. Und. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, die habe ich leider sehr gerne in meinen letzten Parts. Allerdings ist es doch so, dass ich die nicht mal ganz freiwillig habe. Ja, genau, Leute. Ich erwarte eure Befehle. Vernichtet sie! Jetzt ist die Frage: Besiege ich die geißelndere Chef? Also wenn ich jetzt Yol einnehme, kann es halt passieren, dass diese Armee nach hier marschiert. Noch, auf der anderen Seite, ich habe noch eine Armee in Dingens. Achso, nee, die kommen hier mit rein. Also, auch wenn das klar an uns gehen wird, diese Schlacht steht als nächstes an. Die sehen wir aber erst im nächsten Part. Ich wünsche euch bis dahin ganz viel Spaß beim Zuschauen. Euer Blackfish Taddy.